Warum bewegt sich das Boot denn nicht? Weil es kein traditionelles Drachenbootrennen ist. Es handelt sich tatsächlich um Tauziehen mit Drachenbooten. In der vergangenen Woche fanden im osttaiwanischen Hualien die Sportspiele der Bürger statt. Einer der Wettkämpfe war das Tauziehen mit Drachenbooten. Das Boot, das gegnerische Boot über die Mittellinie ziehen kann, hat gewonnen. Dem traditionellen Tauziehen also sehr ähnlich, doch mit einem Vielfachen an Kraftaufwand. Außerdem müssen die 10 Paddler und der Trommler gut zusammenarbeiten, um das Gleichgewicht zu halten. Andernfalls könnte das Boot, auf das eine starke Zugkraft ausgeübt wird, kentern. Gewinne war das Team von Hualien County. Und auch wenn der Regen dazu führte, dass man nicht unterscheiden konnte, ob die Athleten vom Regen, vom Flusswasser oder vom Schweiß getränkt waren, ließ der Jubel der Zuschauer schnell wieder warm werden.